Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video. Ich bin's Lars, hier bei BL Gaming und ich spiele mal was Neues. Ich zocke es an. Battlefield Free to Play, Play for Free. Ja, da habe ich es schon versaut. Und zwar ist das vorletzte, also sozusagen zweitneueste Battlefield momentan. Nach Battlefield 3, Battlefield 4 ist ja noch nicht erschienen. Und wie der Name halt schon sagt, Play for Free, das kann man kostenlos spielen. Aber im Gegensatz zu anderen Videos, Games in dieser Kategorie. Arschloch. Finde ich, dass es doch schon eine ganz gute Qualität hat. Man merkt es vielleicht, die Grafik ist besser als bei Warrock oder so. Und es zu spielen macht auf jeden Fall Spaß. Dann ja, vielleicht noch was zu meiner Klasse. Ich spiele im Moment einen Pionier. Also hier mit dem guten alten Raketenwerfer bzw. RPG. Und als Primärwaffe habe ich die UMP. Halt mit taktischem Schaft noch. Als Aufsatz. Als Sekundär hier diese Magnum oder was das. Ich weiß den Namen jetzt nicht genau. Ja. Und geskillt habe ich halt bis jetzt nur RPG-Munition. Hier sieht man, ich habe sechs Dinger-Raketen mit mir. Nicht Stinger-Raketen, sondern Dinger-Raketen mit mir tragen. Und ich habe auch noch Flugzeug, Pilot und Helikopterpilot, meine ich, geskillt. Aber das macht auf der Map jetzt ja nicht viel, weil es hier keine Flugzeuge und Helikopter gibt, soweit ich weiß. Man sieht es vielleicht oben. Ich bin Level 5 oder Level 6, bin ich mir nicht so ganz sicher. Nun gut, so viel dazu. Ich sollte langsam mal anfangen zu spielen. So, direkt mal hier einen Sendermarker auf den Lappen drauf geschossen. Dann RPG hinterher, zack, zerstört. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, den schnapp ich mir. Der Blöde. Den hätte ich jetzt natürlich auch messern können, aber das wäre nur halb so lustig gewesen. Nee, das wäre viel lustiger gewesen, aber ich hätte es wahrscheinlich versaut, deswegen habe ich es sein gelassen. Okay, auf diesem Server ist das Verwenden von RPGs gegen Infanterie verboten, deswegen lasse ich es bleiben. Ich kann es eh nicht gut, ich bin mit den Dingern viel besser gegen Panzer. Okay, vorrücken. Komm hier unten in den scheiß Graben rein. Ja, der Jude, der hält sich natürlich nicht dran. War ja klar, dass es wieder so einen Lappen gibt. Schmeiß ich mal so eine Bandage ein. Dem gebe ich sogar. Nein, der auf dem Dach, der ist ein viel einfacheres Opfer. Okay, sie halten mich für ein einfaches Opfer. Shit, ja, das war auch einfach. Ja, jetzt sieht man hier, als ich verreckt bin, da unten die Waffe des Gegners, der mich gekillt hat. Den Namen und so weiter. Ich hoffe mal, das Spielsound ist im Moment nicht zu laut. Das heißt, ich hoffe, man versteht mich. Ein wenig zumindest. Boah, da hinten scheint ein Panzer zu hocken. Ach, fuck it. Der Typ da am Fenster hat mich wieder gekriegt. Ja, bei diesem Spiel geht es im Sturmangriff-Modus darum. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, oh mein Gott. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Wie gesagt, mein Internet ist nicht das Beste, aber das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Egal. Hier bei diesem Sturmangriff-Modus geht es darum, Flaggen einzunehmen. Halt, bis die ganze Verstärkung aufgebraucht ist. Ja, und je mehr Flaggen man hat, desto mehr Verstärkung verliert das gegnerische Team.
da hinten habe ich gerade einen gesehen, aber der war zu weit weg. So viel Reichweite habe ich mit der Waffe hier nicht. Ja. Und man selbst, ich stehe im Moment 3-3, bekommt halt Punkte für Kills, Treffer und so weiter. Und das ist gleichzeitig auch, sind gleichzeitig auch die Erfahrungspunkte fürs Leveln halt. Und man kriegt halt ähnlich wie bei League of Legends nach jedem Level einen neuen Talentpunkt, den man halt irgendwo einsetzen kann. Komm schon. Okay, das ist jetzt sehr lappenhaft. Was zur Hölle? Warum habe ich jetzt das Chatfenster auf einmal offen? So ein Scheiß, den hätte ich kriegen können. Fuck, jetzt stehe ich 3-4. Sowieso nicht sonderlich gut diese Runde irgendwie. Ach, verdammt, falsche Taste. Zack, den habe ich bekommen. Ihr habt es vielleicht gesehen, da hat wer hier mit diesem Markiergerät auf einen feindlichen Panzer geschossen. Und als ich halt die RPG abgeschossen habe, hat die halt diese Markierung erfasst und ist halt dann darauf zugeflogen, halt quasi so lenkraketenmäßig. Und ja, dadurch habe ich halt gerade einen Kill bekommen. So, ich glaube hier vorne auf der Brücke ist auch noch wer. Ich meine da einen gesehen zu haben. Muss ich vorsichtig sein beim Vorrücken. Also erstmal hier schön hinter dem Panzer. Oh fuck. Der blöde. Zack, Sendermarker. Und RPG hinterher. Fuck you! Den habe ich gar nicht gehört. Ich höre nur auf einmal neben mir, wie so ein Fahrzeug fährt. Ja, hat der Typ angehalten und mich gekillt. Ist natürlich ziemlich scheiße gelaufen. Oh, man merkt vielleicht auch, mein Name ist nicht mein üblicher Gamer-Name. Ich heiße hier RPG Sprayer, weil ich halt Pionier bin und die hauptsächlich, aber zum großen Teil mit der RPG arbeiten. Ja, ich habe schon halt von jeder Klasse einen Charakter erstellt, um alles mal so ein bisschen auszuprobieren. Und da ist das hier der dritte war, sind mir meine Gamer-Namen ausgegangen und da musste ich mir halt was ausdenken. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, da meiner Meinung nach der Name jetzt nicht unbedingt das Wichtigste ist. Naja, kann man anders sehen. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht so wichtig. Allerdings finde ich den Pionier ziemlich, ja, wie soll ich sagen, nice. Oder irgendwann Sniper. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde jetzt irgendwie keinen wirklichen Punkt, wo ich was reißen kann, weil das hier sind alles so Flächenkämpfe. Und da komme ich mit der UMP nicht weit. Man sieht es gerade hier, fast mit von der Sniper erwischt worden. Die da hinten irgendwie... War ja klar. Irgendwo. Da hinten. Ist da einer drin? Sieht nicht so aus. Oh fuck! Oh fuck! Das war ein feindlicher Panzer. Oh fuck! Leider macht die RPG den Typ da nicht One-Hit, deswegen bin ich gerade ein wenig skeptisch, ob ich da einfach so draufhauen kann. Ja, scheint zu klappen. Fuck, fuck, fuck. Nein! Scheiße. Da hat mich dann der Panzerfahrer erwischt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber mit den Soundeinstellungen muss ich noch mal ein bisschen rumspielen. Ich weiß nicht, ob die gerade so perfekt sind. Also, die Ausgewogenheit von meiner Stimme und dem restlichen Zeugs. Okay. Schade. Oder? Nein, komm. Trifft er? Nein. Pam, da hab ich ihn gekriegt.
Anscheinend hat mich eben da aber ein anderer gekriegt, denn ansonsten hätte ich gerade noch Bonuspunkte, irgendwie 20 oder so, für Rache gekriegt. Oh, der Sniper, da oben hockt die ganze Zeit so ein hässlicher Sniper. Oder einer, der einen auf Sniper machen will. Fuck, nee, komm, das ist mir zu riskant, geh ich lieber woanders hin. Hier kann ich leider nicht vorrücken, deswegen muss ich mir leider andere Positionen suchen und deswegen renne ich die ganze Zeit hin und her. Da ich jetzt hier alles nicht so optimal finde, um da zu bleiben. Da ist einer. Nein! Zu spät geduckt. Aber ich könnte mich nicht früher ducken, da mich ansonsten ich ansonsten den Typ da nicht gekriegt hätte. Naja, nicht so schlimm. Ich bin auch noch relativ am Anfang, also noch nicht der Beste bei diesem Game. Kommen vielleicht noch mehr Gameplays, vielleicht auch noch von anderen Klassen. Aber, wie gesagt, fürs Erste ist das jetzt keine so berauschende Leistung, aber ich hoffe, ich konnte euch das Spiel mal ein wenig zeigen. Beziehungsweise kann es euch zeigen, ist ja noch nicht vorbei. Dauert zwar nicht mehr lang, aber ist ja noch nicht vorbei. Da hinten, da! Komm schon! Na, nur Hilfe! Da habe ich dumm daneben geballert. Da, oh! Ja! Das war's. Ja, nun gut, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ich glaube, das reicht erstmal, weil je länger das Video wird, desto länger dauert der Upload. Und das ist im Moment ein kleines Problem für mich. Aber halt, wie gesagt, ja, die Runde mittelmäßig. Ich war schon besser. Ich war schon einiges besser, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.